B1.3. Bestätigen Sie durch Rechnung, dass für den Flächeninhalt A der Trapeze ANBNCNDN in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte AN gilt. A von x ist gleich minus 0,75x² plus 9x minus 8,25 Flächeneinheiten. Wir müssen also den Flächeninhalt A der Trapeze berechnen in Abhängigkeit von x. Zuerst brauchen wir mal die Flächeninhaltsformel der Trapeze. Die finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 33, wo es dann heißt 0,5 mal a plus c mal die Höhe h. Wobei a und c die beiden zueinander parallelen Seiten sind und die Höhe h eben senkrecht zu diesen beiden Seiten steht. Jetzt gehen wir nach oben in unsere Zeichnung und schauen uns das mal genauer an. Wir brauchen also die Länge der beiden parallelen Seiten, in diesem Fall a1b1 bzw. anbn und dncn. Allerdings haben wir diese beiden Größen schon gegeben. Nämlich hier heißt anbn ist immer 4 Längeneinheiten lang und cndn sind immer 2 Längeneinheiten lang. Also kennen wir diese beiden Größen hier schon. Was jetzt also noch fehlt, ist die Höhe h. Die müssen wir noch berechnen. Nun liegt die drin, wie vorher schon erwähnt, senkrecht zu den beiden parallelen Seiten. Und wenn wir uns das anschauen, die Strecke a1d1 liegt genau senkrecht zu diesen beiden parallelen Seiten. Diese entspricht also genau unserer Höhe h. Also schreiben wir nochmal auf. Die Strecke ANBN ist immer 4 Längeneinheiten lang. Die Strecke DNCN ist immer 2 Längeneinheiten lang. Und jetzt brauchen wir noch die Höhe h. Und die entspricht der Länge der Strecke ANDN. So, diese Strecke, die müssen wir jetzt noch berechnen, beziehungsweise einen Term aufstellen in Abhängigkeit der Abszisse x der Punkte an. Das Wichtigste ist jetzt dabei zu schauen, gibt es, wie liegt diese Strecke a1 bzw. andn überhaupt in diesem Koordinatensystem? Wir sehen sofort, aha, sie liegt parallel zur y-Achse. Damit lässt sich diese Strecke anhand der y-Koordinaten von d1 und a1 eben festmachen. Nämlich die y-Koordinate vom oberen Punkt, also d1, minus die y-Koordinate vom unteren Punkt, also von a1. Oder allgemein y-Koordinate von dn minus y-Koordinate von an. Also für die Länge der Strecke andn gilt y von dn minus die y-Koordinate von an. Und das ist gleich. Dn hatten wir oben ja auch gegeben. Minus 0,25x² plus 2,5x minus 0,25. Und jetzt minus die y-Koordinate von an. Und die war minus 0,5x plus 2,5. So, die vereinfacht mir jetzt noch. Den Anfang schreiben wir erstmal ab. Und dann lösen wir die Klammer auf. Wenn ein Minus vor der Klammer steht, heißt es, ich lasse das Minus und die Klammer weg und drehe die Vorzeichen der Zahlen in der Klammer um. Also hier jetzt dann plus 0,5x und minus 2,5. Jetzt vereinfache ich weiter. Die minus 0,25x² bleiben stehen. Jetzt habe ich hier plus 2,5x plus 0,5x sind zusammen 3x und minus 0,25x minus 2, minus 0,25 minus 2,5
sind minus 2,75. Das ist also die Länge unserer Strecke ANDN. So, und jetzt können wir all die Größen in unsere Flächenformel einsetzen. Also wäre Fläche des Trapezes gleich 0,5 mal, jetzt kommt die erste parallele Seite, nämlich ANBN, also 4, plus die zweite ist 2 Längeneinheiten groß, mal, jetzt kommt mal die Höhe, also mal ANDN, minus 0,25x Quadrat plus 3x minus 2,75. Das muss ich wiederum vereinfachen. Hier heißt es am besten von links nach rechts rechnen. Also löse ich jetzt diese beiden hier auf. 4 plus 2 sind 6 und 0,5 mal 6 sind 3. Also 3 mal minus 0,25x Quadrat plus 3x minus 2,75. So, jetzt muss ich noch die zweite Klammer auflösen. 3 mal minus 0,25x² sind minus 0,75x². 3 mal 3x sind plus 9x. Und 3 mal minus 2,75 sind die minus 8,75. 8,25. Und das ist genau die Formel, die uns auch in der Aufgabe angegeben worden ist. Diese hier.